Herzlich willkommen in Weimar. Mein Name ist Christian Eckert, ich bin hier Stadtführer und möchte Sie ein bisschen auf eine Entdeckungsreise nehmen durch diese wunderbare Klassikerstadt. Wir sind am Markt. Der Markt ist immer ein guter Treffpunkt, auch um reale Touren zu beginnen. Und er zeigt uns sehr, sehr schön, Weimar ist im Mittelalter gegründet worden. Bedeutsam wurde es aber dann in der Reformation. Nämlich als der Kurfürst seine Residenz von Thurgau nach Weimar verlegen musste. Und viel von dem, was wir mit der Reformation in Verbindung bringen, zum Beispiel den berühmten Maler Lukas Cranach, das fand dann hier in Weimar statt. Er wohnte sogar hier am Markt, also Lukas Cranach. Und er hat uns mit seinen Bildwerken im Grunde die Illustration der Reformation hinterlassen. Und ohne die Reformation wäre Weimar im Grunde nie zu dem geworden, was es ist. Denn auch die Aufklärung, die findet dann nach der Reformation hier über die sogenannte Weimarer Klassik in der Stadt, in der wir uns befinden, statt. Und es gibt viele Personen, die diese Weimarer Klassik oder auch das Bauhaus ausmachen. Und ich möchte Sie jetzt ein bisschen auf eine Entdeckungsreise mitnehmen und wir schauen uns mal an, wer an welchen Orten diese Stadt so bedeutsam gemacht hat. Und gehen wir einfach mal los. Wir befinden uns hier mitten auf dem Platz der Demokratie und auf diesem Platz, da steht Karl August oder das Denkmal von ihm besser gesagt. Und Karl August, sagt man, hat hier im Grunde alles gefördert, was später die Weimarer Klassik ausgemacht hat. Sie wissen natürlich aber, dass jede Medaille zwei Seiten hat, also Karl August natürlich nicht alles erfunden hat. Er ist nämlich vor allen Dingen auch Sohn einer berühmten Herzogin, nämlich die Herzogin Anna Meyer. Und die richtet uns hier an diesem Ort genau hinter mir die berühmte Bibliothek ein. Und damit hat man einen Ort des Wissens und der Forschung, der dazu führt, dass sich viele Geistesgrößen angezogen fühlen und nach Weimar kommen. Goethe ist sogar mal Leiter dieser Bibliothek, aber auch Goethe muss ja irgendwie nach Weimar kommen und daran ist im Grunde wieder Karl August schuld. Der liest nämlich mit seinem Lehrer Christoph Martin Wieland die Leiden des jungen Werther und ist so inspiriert, dass er Richtung Frankfurt reitet, um Goethe kennenzulernen. Die beiden verstehen sich auf Anhieb. Goethe kommt nach Weimar, wird hier Minister und bleibt für den Rest seines Lebens. Und wir haben dann das Weimar bekommen, was heute so berühmt ist. Aber nicht nur für die Literaten, sondern auch für seine Musiker. Und allen voran Franz Liszt. Hier am Platz ist nämlich auch die Hochschule für Musik, die seinen Namen trägt. Und Franz Liszt, der macht eine ganz besondere Musik mitten im 19. Jahrhundert, die so berühmt ist, dass Weimar eben auch ein Ort der berühmten Musiker wird. Bach kennen wir schon, der hat auch hier in Weimar schon gelebt. Aber Liszt ist natürlich im 19. Jahrhundert, man kann fast sagen, der Michael Jackson seiner Zeit. Und was kann man daran wiederum erkennen? Weimar ist ein sehr, sehr vielschichtiger Ort. Wir haben die Musiker, wir haben die Literaten und jeder kommt im Grunde hier auf seine Kosten. Und wir schauen uns mal an, was es noch für Persönlichkeiten hier gegeben hat und laufen mal ein Stückchen weiter. Da unten im Tal, da befindet es sich, das wohl berühmteste Haus Weimars, das Goethe-Gartenhaus. Da hat er die ersten 6 Jahre gewohnt und um dieses Haus herum sieht man wunderschöne Landschaft. Und man denkt so, ach Gott, hat der Goethe da unten schön gewohnt. Naja, er hat schon ganz schön gewohnt, aber als er dort lebt, da ist das Ganze hier noch die Ilmaue. Und der Park an der Ilm, in dem wir uns jetzt befinden, der wurde anschließend drumherum gebaut und das Haus immer in den Fokus gerückt. Deswegen haben wir heute den Eindruck, wenn wir hierher kommen, Goethe hat in einem der schönsten Orte gewohnt, die es überhaupt in Weimar gibt. Das war schon ganz schön, aber nicht ganz so, wie es heute ist. Er hat dort unten geschrieben. Na klar,
Dort hat er sich zurückgezogen, ganz gerne, um das zu tun. Aber so mancher kennt vielleicht noch aus der Schule den Osterspaziergang. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche. Wir sehen, das ist jetzt gerade auch erst gewesen. Und das hat er da unten geschrieben. Also genau der Blick aus dem Haus in die alte Ilmaue, die heute der Park an der Ilm ist, das ist Goethes Blick, als er diesen Teil im Faust schreibt. Und ich würde sagen, wir gehen mal ein Stückchen weiter und gucken uns diesen Park noch ein bisschen mehr aus der Nähe an. Hier befinden wir uns an einem sagenumwobenen Ort. Das ist das ehemalige Tempelherrenhaus. Salon im Park gewesen, man trank also hier Tee, es wurden Konzerte abgehalten, zum Beispiel Franz Liszt hat hier gespielt. Und dann hat man in der Bauhauszeit hier das Atelier von Johannes Itten eingerichtet. Und Johannes Itten ist bekannt dafür, dass er nicht nur das pädagogische Konzept des Bauhauses geformt hat, sondern auch seinen Vorkurs hier abhielt. Das war ein Kurs, in dem man verschiedene Techniken lernte, künstlerische Grundregeln, Farbenlehre, Formenlehre. Und das hat alles hier stattgefunden. Nun, heute ist das als Ruine nur noch sichtbar, weil es im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Aber so mancher Weimarer hat hier gesagt, es würde jeden Abend eine Jungfrau geopfert werden. Johannes Itten war nämlich in einer Sekte gewesen, lief immer in einer speziellen mönchskuttenhaften Uniform herum. Und das hat doch für einiges Aufsehen hier in Weimar gesorgt. Vor allen Dingen aber, dass man sehr aufmerksamkeitswirksam hier vor dem Tempelherrenhaus auf der Wiese mit Blick in die historische Stadt immer Atemübungen abgehalten hat. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, man kommt vor 100 Jahren hier vorbei, sieht diese Gruppe mit den eigenartigen Uniformen und die machen dann auch noch komische Dinge. Das reichte aus, um den Kindern eine Drohgebärde in den Kopf zu setzen. Man sagte nämlich, wenn du nicht artig bist, dann kommst du ans Bauhaus. Ich würde sagen, wir sind jetzt einfach mal unartig und gehen direkt mal rüber zum ehemaligen Bauhausgebäude. Kunst und Handwerk, eine neue Einheit. Das war die Losung des Bauhauses und wir befinden uns jetzt hier am Gründungsort dieser berühmten Design- und Architekturhochschule des 20. Jahrhunderts. Wenn man sich aber die Gebäude anschaut, dann sieht man, das ist noch nicht so richtig Bauhaus. Und das ist richtig, denn entworfen und umgesetzt wurden sie von Henri van de Velde. Ein berühmter belgischer Architekt, er kommt zu Beginn des 20. Jahrhunderts hier nach Weimar und entrümpelt den Jugendstil. Er hat wiederum ein auch sehr, sehr schönes Motto. Er sagte nämlich, die Zeit des Ornaments aus Blüten, Ranken und Weibern ist vorbei. Das kann man sehr schön am Gebäude sehen. Wir haben einen horizontal und vertikal gegliederten Jugendstil. Besonders markant am Gebäude sind diese gewölbten Scheiben. Damit hat man eine ideale Beleuchtung der Ateliers. Man hat sowohl ein Oberlicht als auch ein normales Fenster. Gute Tageslichtverhältnisse in den Ateliers für die künstlerische Arbeit. Ja, und dann fehlt nur noch eins am Bauhaus, nämlich das Handwerk. Und das Handwerk, das haben wir gleich nebenan in der alten Kunstgewerbeschule von Henri van de Velde. Und die gründet er 1907 und richtet Werkstätten ein. Und diese Werkstätten, die packt dann Walter Gropius als Gründer des Bauhauses zusammen mit den Ateliers in der Kunstschule und formt daraus dieses Bauhaus. Die Einheit von Kunst und Handwerk. Und das, was daraus entsteht, dafür haben wir heute einen ganz anderen Namen. Wir nennen das Design. Und das dann noch übertragen auf die Architektur ist, was das Bauhaus ausmacht. Und hier ist alles erfunden worden und ging hinaus in die Welt. Mitten Downtown Weimar sozusagen, da befindet sich Schillers Wohnhaus.
Jedenfalls könnte man das meinen, aber zu Schillers Zeiten hat hier die Stadt geendet. Also er guckt im Grunde auf das, was früher mal der alte Stadtgraben war. Und Schiller ist ganz, ganz stolz, dass er sich zum ersten Mal in seinem Leben so ein großes Haus leisten kann. Und er lebt hier mit seiner Familie. Er schreibt da oben unter dem Dach in dem Zimmer viele seiner bekannten Werke. Und was ich am eindrucksvollsten finde, wir haben hier so ein paar schöne Details an diesem Haus. Zum einen, dass die Fensterläden nicht bis oben hin abschließen. Schiller war nicht geizig. Er war zwar nicht so ganz reich, aber für Fensterläden hätte es gereicht. Das ist dafür, dass das Personal, was sich hier unten befand, am Morgen gut aus dem Bett kam. Also durchaus ganz funktionsbezogen diese Fensterläden und auch ganz sinnvoll. Aber wir haben noch ein anderes sehr, sehr schönes Detail hier, nämlich die Tür. Schiller gilt in seiner Zeit als ein Hühner. 1,74 musste man dafür damals sein. Heute ich mit meinen 1,81 passt gerade so zwischendurch. Also man sieht, die Zeiten haben sich verändert von Schiller bis heute. Aber genau deswegen ist Weimar ja auch so schön, um mal zu sehen, wie sich Dinge verändert haben, wie etwas früher war, wie etwas heute ist. Und das wollen wir uns auch weiter angucken auf dieser Tour und gehen jetzt einfach mal zum nächsten Punkt, denn es gibt noch viel Interessantes zu entdecken. Weimar ist nicht nur ein Kunst- und Kultur-, sondern auch ein politischer Ort. Denn hier war 1919 die Nationalversammlung ausgetragen worden und man hat die Verfassung hier erarbeitet, die später Grundlage für die sogenannte Weimarer Republik wurde. Das alles ist im Zentrum der Stadt am Theaterplatz im Nationaltheater abgehalten worden. Und vor diesem Nationaltheater, da steht das wohl berühmteste Denkmal Deutschlands, nämlich das von Goethe und Schiller. Und vorhin, wer gut aufgepasst hat, habe ich ja gesagt, dass Schiller so exorbitant groß war für seine Verhältnisse. Guckt man jetzt auf dieses Denkmal, sieht man davon nichts. Beide sind gleich groß. Aber Helden müssen heldenhaft inszeniert werden und dass Schiller Goethe überragt, das geht natürlich überhaupt nicht und schon gar nicht in Weimar. Also hat man sie ein bisschen angepasst. Und daran sieht man, man hat sich auch damals schon, naja, so ein bisschen die Welt gemacht, wie man sie brauchte, beziehungsweise hat die Vorzüge der einzelnen Personen besonders herausgetragen. Und ich hoffe, dass ich das auch konnte in meiner kleinen Tour, dass ich die Vorzüge dieser Stadt allen ein bisschen näher gebracht habe, dass alle auch ein bisschen Freude gehabt haben und ich natürlich auch alle animieren kann, hierher zu kommen und das Ganze mit mir mal live zu erleben. Denn es gibt noch viel, viel mehr zu entdecken. Und in diesem Sinne lade ich Sie ein, kommen Sie nach Weimar und erleben Sie mit mir diese Stadt, denn es gibt sehr, sehr viel zu entdecken. Machen Sie es gut!